Ah. So, Animal Crossing New Horizons. Und es schneit, es schneit. Guck mal. Ja, wir haben gerade Donkey Kong Country gespielt und jetzt brauche ich irgendwas zur Entspannung. Oh. Und es sagt doch niemand was zu dem Bildschirm. Jetzt sind wir richtig. Ach Mann. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Müde bin ich auch. Hast du eine Musikschatulle? Okay. Ich kann nicht, dass das hier auch geht. Hallo. Hallo. Ja, stimmt. KK ist da. Okay, das war's auch schon. Nichts Besonderes. Oh, müde werde ich auch noch. So, was haben wir denn für Post? Hallo? Okay. Liliane. Weißt du was, Herr Bass? Hausarbeit ist langweilig und ohne Ton, doch wenn ich putze und aufräume, hat das auch etwas mit dem... Ach, das wird mir doch letztens schon, hat mir das jemand geschrieben. So, Post von Björn, Birte, Bill, Bertram. Ja, nehmen wir mal einfach alles. Carlson. Sind nun endlich mein Werk vollendet. Danke. Und ich habe Post von Liliane. Vielen Dank, dass ich neulich zu Besuch wurde. Ich konnte zwar nicht alles sehen, aber genug, um viele Deko-Ideen zu bekommen. Also wollte ich ein kleines Prozent. Dankeschön. Und von Pierre. Danke für deinen Besuch. Ich habe ein Geschenk eingefüllt, das hatte geben wollen. Entschuldige die Verspätung. Gefällt es dir? Kommt. Ach stimmt, der hat ja die Taschen voll. Da hat er mir das nach Hause geschickt. So, und schauen wir doch mal, was haben wir denn Schönes bekommen. Also erstmal die ganzen Bilder, die können wir gleich aufhängen. Mhm, neues Lied. Oder neu, in Anführungsstrichen. Arkias Faltermodell, okay, stimmt. Asientoilette. Und, ach so, noch ein Lied. Sieht denn die Asientoilette aus? Ah, ist die, okay. Socklo. Ach ja. Ach, Fluffy ist jetzt komplett weg. Ich dachte, Fluffy ist nur im Lurk. Jetzt sehe ich das erst. Ah. So. Finde ich halt jedes Mal kacke, dass man, wenn man irgendwas aus dem Inventar nimmt und zwar nicht aus dem Lager, da muss man das immer nochmal wieder reinkrapschen und wieder rausholen und so. Gucken wir mal, ob wir später noch ein paar Sachen bestellen. Jetzt gehen wir erstmal noch auf die andere Insel. Warte mal, wie sieht das denn gerade mit den... Moment, jetzt muss ich kurz schauen. Habe ich jetzt mein Lager... obwohl, warte mal, wir gehen mal nach da vorne. Ich habe die Zeit wieder vergessen aufzuschreiben. Ach man, also heute ist auch irgendwie nicht mein Tag, ne? Ja, ich glaube, das war jetzt richtig. So, 2, 3, 7, okay. Ne, heute ist wirklich nicht mein Tag. Das Dings, ja, wir machen das gleich. Hier keine neue Blume da oben. Ist hier eine neue Blume? Ist aber rot, ne? Oder ist die pink? Das wäre echt geil. Es ist unsere erste pinke Rose. Die wir brauchen für 3 Goldrosen. Die wir brauchen für die blauen Rosen. Die können wir jetzt paaren zusammen mit einer gelben, glaube ich. Und dann haben wir es. Oh, endlich. Hat lange genug gedauert, ne? So, was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen keine Gießkanne. Schleuder brauchen wir nicht. Das kann man direkt tragen. Und jetzt brauchen wir nur noch 2 Äxte.
Und dann kommen wir auch direkt zu der Meileninsel, dieser Insel auf jeden Fall. Und dann haben wir das auch rausholen. Ich muss sagen, ich freue mich auf heute Abend. Schön die beiden Amazing Spider-Man-Filme gucken. Das ist heute mein Plan. Dabei schön Pizza essen. Da gucke ich gleich mal halt, was ich noch, ob meine Ananas noch gut ist und so. Ob die müsste eigentlich noch gut sein. Da dürfte eigentlich nichts dran sein. Fresse ich dann gleich schön. Ei. Und draußen sind übrigens wieder die Panzer. Es ist wieder mega laut draußen. Also wer das nicht weiß, Panzer sehe ich immer, wenn die Nachbarn wieder ihre Türen knallen. Ah, mein erstes Brot war ein Butterbrot, ja. Klassiker. Dankeschön. Okay, ist eine aktuelle Insel, keine besondere. Was haben wir denn hier gekriegt? Oh, schon 20 Mal auf eine andere Insel, schön. Ja, und sonst. Hab heute viel Videos noch geschnitten. Gestern habe ich halt wirklich nur noch die Filme geguckt und so. Und ja. Ach ja. Wie gesagt, heute habe ich noch mal ein kleines Päckchen bekommen. Da werde ich auch gleich mal gucken. Wenn noch ein paar Leute dann nach Animal Crossing da sind, dann zeige ich das mal. Und ja. Heute gucken wir mal, ob wir noch ein paar Inselsachen machen können. Wir sind ja gerade dabei, die Insel umzugestalten. Vielleicht finde ich da noch ein paar schöne Sachen. Guck mal, der ist ins Meer geschwommen. Hab ich auch noch nie gesehen, so extrem. Hier komm. Hier komm. Da. Es fehlen halt immer noch so viele Fische, ne? Und das ist ja nicht so, als würde ich nicht angeln oder so. Ich habe ja auch schon Quastenflossler geangelt, aber... Weil zu den falschen Zeiten, das ist das Problem. Wie ich schon mal meinte, das Spiel baut eigentlich komplett darauf auf, dass man halt nicht immer am Spielen ist. Hauptsächlich für Kinder. Aber muss immer spielen. Willkommen zurück, Neues. Na, alles erledigt. Oh. Naja, ich musste mal irgendeine Regelung für finden. Ich habe ja mal gesagt, dass ich vielleicht mal spät abends das spielen sollte oder sowas. Irgendwie muss ich da ja eine Lösung für finden. Geben. Es muss dafür eine Lösung finden, ja. Richtig. Ja. Wisst ihr, auf welches Spiel ich gerade Bock habe? Ich habe irgendwie Bock, einen Pokémon-Teil zu spielen. Ich weiß nicht wieso. Dass man mal guckt, irgendwie, ob ich die Gameboy-Teile mal nacheinander spiele. War ja hier auch schon gewünscht. Vielleicht machen wir das mal, die Tage. Bin ja noch gespannt. Die bringen bestimmt noch zu Diamond and Pearl, bringen die noch ein DLC oder raus, so raus. Kann ich denen echt zutrauen. Doch einfach dann Pokémon. Ja, aber Pokémon ist halt so eine Sache, das kannst du halt nicht einfach so spielen. Und ich würde das halt schon gerne im Stream machen und ich muss ja auch gerade gucken wegen anderen Projekten und bla bla bla. Also jetzt habe ich zum Beispiel keinen Dings. Platin-DLC, lol. Ich würde es dir zutrauen. Ohne Scheiß, ich würde es dir zutrauen. Ich hätte Bock, Platin zu spielen, einfach weil ich das Spiel, also, oder besser gesagt, diese Diamant und Pearl Remakes. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Aber wie gesagt, ich sehe nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben. Und ich sehe nicht ein, dafür ein Spiel zu bekommen, was ich im Prinzip schon habe. Mit noch mehr Spielfehlern. Obwohl die sollen ja eigentlich jetzt nach den
ersten Update, beziehungsweise nach den letzten Updates auch schon einigermaßen behoben sein. Obwohl, du kannst wohl sehr einfach immer noch Pokémon duplizieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Ja, und früher war das so, wenn du ein Remake von irgendeinem Pokémon-Spiel hattest, dann waren auch immer die Inhalte von der Special Edition, also von, man sagt ja immer, das ist Special Edition da. Außer in dem Teil. Bloß die Diamond und Pearl Dinger sind kackos. Boah, das, also das finde ich jetzt nicht, ich mag den Stil eigentlich, finde, also am Anfang im ersten Trailer fand ich das jetzt auch nicht so geil, aber hier im, als das dann, das wurde ja nochmal überarbeitet und seitdem finde ich das eigentlich ganz gut, ich mag diesen Stil. Aber ich sag mal, das ist zum Schluss Geschmackssache. Wie gesagt, mir geht's halt eher um die anderen Sachen halt, hauptsächlich wegen Game Freak und dieser ganzen Scheiße dahinter. Ich verstehe auch nicht, wie viele Leute immer noch so Bock haben auf Legende Arceus. Und ich lese auch total oft, dass viele Leute das einfach aus Prinzip jetzt kaufen werden. Und ich denke mir jedes Mal so, ja toll, danke, wegen euch kriegen wir auch immer weiter beschissene Spiele. Also ich meine jetzt mit den nicht, ey, ich habe einfach Lust drauf, ich hol's mir. Okay, dann hol's dir. Sondern dieses, das ist doch voll geil, das Spiel und so. Und ich denke mir so, ja, toll, ein Pokémon, was kein richtiges Pokémon-Spiel ist, weil die komplette Gameplay-Mechanik da oben ändern. Obwohl er mir auch viele zu Breath of the Wild gesagt hat. Breath of the Wild war echt ein geiles Spiel. Ja, ich habe mich auch auf Arceus gefreut. Aber als sie gezeigt haben, besonders die haben ja gezeigt, dass sie im Prinzip nichts geändert haben seit der ersten Ankündigung. Die Welt ist total leer, die Grafik ist absolut für die Grütze, es ist nichts dort, es ist keine Ermutigung zu erkunden, es ist kein Erkundungsspiel, wo die anderen Spiele, wo ich das immer noch geil fand dazwischen. Es ist halt wirklich nur noch ein Spiel, wo du im Prinzip in deinem Heimatort bist, kriegst eine Mission, wirst dann dort zu diesem Bereich hin teleportiert, machst dort dann diese Aufgabe und dann bist du wieder zurück und das war's dann. Und ich denke mir so, ja, toll. Naja, wenn Leute Bock drauf haben, sollen sie es halt haben, aber ich kann es halt echt nicht nachvollziehen. Wirklich überhaupt nicht. Und das Spiel wird bestimmt auch wieder von den Kritikern total hoch gelobt und... Naja. Aber wie habe ich gelernt, wie meinte die eine Person da mal auf Twitter, wenn ich etwas kritisiere, dann ist das subjektiv. Wenn ich es aber gut rede, dann ist das objektiv. Und man, deswegen soll man generell immer objektiv bewerten. Weil, das hat man ja so gelernt. Sag mal, vor 10 Jahren hätte man das abliefern können und dann wäre es noch okay gewesen. Nein. Also vor 10 Jahren, wenn das vor 10 Jahren so abgeliefert wäre, wurde auch schon gemeckert. Obwohl, warte mal. Doch, warte mal, vor 10 Jahren... Ich sag mal, weißt du, was vor 10 Jahren alles erschien? Vor 10 Jahren erschien zum Beispiel Skyward Sword... Und es erschien, der 3DS erschien vor 10 Jahren mit, wie heißt das, X und Y erschien ein Jahr später. Aber trotzdem, Skyrim erschien vor 10 Jahren. Und dann kommen immer solche Leute, die da meinen, ja, die Switch ist schuld, weil die so schlechte Leistung hat. Ja, was erwartest du bei einem Handheld? Erstens von der Leistung, zweitens, das hat aber nichts mit den Leuten zu tun. Also, nee, warte, die erste Aussage, die war eher an so Leute gerichtet, die sagen, ja, die sollen mal eine Konsole mit besserer Leistung machen. Ja, aber ein Handheld? Ja, ein Handheld. Ja, das funktioniert da nicht. Wie viel willst du denn dafür bezahlen? Ja, geht ja bei anderen auch. Ja, da zahlst du aber doppelt so viel. Lieber von 20 Jahren. 20 Jahre war 2001. Also ohne Mist.
um den Dreh erschien ja auch, ich sag mal, ich glaube, das erschien 2002 oder 2003, erschien dieses Pokémon XD, was ich jetzt nicht so geil finde, aber trotzdem, ich glaube, Pokémon XD hat ungefähr dasselbe Potenzial, wenn man von der Naturzone absieht, wie Schwert und Schild und Legenden Arceus. Also, ja. Ich würde sagen, es ist ein Stand vor 20 Jahren. Stimmt, XD war sogar noch hübscher. Ja. Weil XD halt wenigstens ein bisschen auf die Konsole geachtet hat und so. Nur das Switch hat keine Power, deswegen sind Animal Crossing so hübsch und detailreich, aber das Arceus-Ding, das kann nur hässlich gestaltet werden. Das ist, sag das mal als Argument. Das kann man doch gar nicht vergleichen, weil weil Animal Crossing ist doch kein Open-World-Spiel. Ja, gerade um so eine gute Grafik zu haben, warum sollen die auch Open-World haben? Da gucken die auf Gameplay, auf Grafik und bla bla bla. Naja. Aber wie sage ich immer so schön, so Leute, solange Leute noch die Sachen kaufen, so wird sich das auch nicht ändern. FIFA ändert sich ja auch zum Beispiel nicht. So als Beispiel. Da sagt auch niemand mehr was, weil es sich eh nicht mehr ändert. Oder so gesagt, es wird halt immer mehr akzeptiert. Aber was willst du auch sagen, ne? Aber Arceus ist ja kein Open-World-Game, haben wir ja nun gelernt. Ja, stimmt. Obwohl das immer noch so viele glauben, da kannst du auch sagen, was du willst. Also das fand ich eine der größten Verarschen zum Spiel, als die gesagt haben, ja, das ist auch gar keine Open World. Ja, warum vermarktet man es denn dann so? Besonders, ich sag mal so, im Prinzip ist ja Pokémon auch ein Open World. Generell. Oder besser gesagt, mit Potenzial dazu. Ist halt nur, ich sag mal, diese ganzen obwohl, das Einzige, was ja unterteilt ist, ja früher immer nur diese Gebäude gewesen, die zwischen zwei Routen manchmal waren. Aber wenn man die jetzt mal außen vor lässt. Aber wie gesagt, Legenden Arceus, da ist ja wirklich nur so ein, wie war das? Wie so ein Missions- Ding, ne? Oder immer in so einem Missionsbereich. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon Snap. Guck, selbst Pokémon Snap sieht viel besser aus. Oh, scheiße. Also ich weiß, Pokémon Snap ist halt sehr stark auch auf die Grafik ausgelegt, aber trotzdem ist... Also so, ich sag mal, wer... Ich wüsste nicht, wenn Nintendo die Spiele selber macht. Ich wüsste nicht, ob sowas passieren würde. Aber wenn... Ich wäre mir sehr sicher... Moment. Ach. Kopf ist so matsch heute. Wenn Nintendo diese Spiele gemacht hätte, ich glaube, die hätten echt ein schönes Pokémon gestaltet und die hätten Pokémon Snap in dem Spiel sogar gestalten können. Ich glaube, das wäre sogar eine Sache, die hätten die sogar gemacht. Oder so als DLC rausgebracht. Das ist sowas wie diesen Nationalpark, den es früher gab. Dass man dann da reinfährt oder so. Das ist deine Hubworld und dann kannst du da teils Bereiche Missionen machen und sowas macht keinen Spaß. Hatte mal ein Naruto-Spiel, das war im Prinzip so das gleiche, es war kacke, es war aber viel hübscher als das und das spielst du auf der PS2. Ja. Ja, das Prinzip ist ja im Prinzip alt. Ich sag mal, das ist so, als würdest du Assassin's Creed spielen und jede Mission ist so, nicht du gehst da erst hin und kannst auf dem Weg so Sachen machen oder so, sondern es ist wirklich nur... Ja, du kriegst halt die Mission so, guck mal, du musst den und den helfen. Dann gehst du irgendwie zu so einem, weiß ich nicht, vielleicht so zum Stadttor oder so und dann so, ja, willst du die Mission anfangen? Ja, und dann wirst du einfach in ein Gebiet teleportiert und dann machst du die Mission. Und dieses Gebiet wird einfach zigmal neu gemacht. Funktioniert, kann man im Prinzip machen. Problem ist aber, es ist halt dann keine Open World mehr und es ist halt... Es ist
auf einem sehr alten technischen Stand. Also ich würde sagen, solche also Spiele würden sowas eigentlich eher benutzen, wenn die nicht genug Rechenleistung haben, also wenn die nicht so viele Rechenleistung zur Verfügung haben, und das hat aber man auf der Switch. Kann man machen, auch mit der Grafik, aber dann nur für 50. Ja, kommt auf den Inhalt an. Also wenn du sehr viel Inhalt und so hast, kannst du es halt schon teurer machen. Aber das kommt halt immer drauf an. Ich sag mal, kommt natürlich auf das Spiel an, auf das, was du drin hast, auf die Spielzeit und bla bla bla. Wenn es gut funktioniert, warum nicht? Ne? Ich sag mal, ein Shooter funktioniert, also die, zu leveln Shooter funktionieren ja auch so. Oder theoretisch funktioniert ja auch ein Mario-Spiel so. Oder eigentlich funktionieren viele Spiele so, aber ich finde, das kommt am Faktor an. Aber ich sag mal, hätten die das gemacht, hätten eine gute Grafik reingemacht, oder vielleicht sogar noch mehr Ansporn dort auf den diesen Gebieten zu sein, und hätten vielleicht doch viele, ich sag mal, Mini-Aufgaben gehabt oder so. Oder ist die, ich würde sogar fast sagen, geht nicht Monster Hunter sogar auch in so eine Richtung? Und ich sag mal, Monster Hunter ist halt, also ich würde sagen, nach den ganzen Inhalten, die da drin sind, ist es absolut das Geld wert. Also meins ist es nicht. Ich finde immer, das kommt auf den Inhalt an und so weiter halt, ne? Also es gibt in den Spielen, die haben eine bessere Grafik, viel Inhalt kostet auch nicht mehr. Es ist einfach nicht gerechtfertigt, dass die überhaupt 10. Es gibt sogar schlimmer als Schwert und Schild. Im Vergleich kann man sogar fast sagen, Schwert und Schild waren noch gut. Wenn ich meine ja, oh, guck mal, von Frauke. Ich meine ja nur, stell dir mal vor, wenn du viel Inhalt hast, eine gute Grafik, die Performance ist gut, dann können die doch auch diese Gameplay-Mechanik reinmachen, ne? Ist ja dann auch kein Problem, sag ich mal so. Es gibt viele Spiele, die so eine ähnliche Sache haben und halt so viel kosten. Nur da hast du halt eine Rechtfertigung, also, oder bist du gesagt, da kannst du ja halt sagen, warum. Natürlich ist zum Schluss halt für jeden Einzelnen das auch nochmal eine andere Entscheidung, aber deswegen meine ich ja, ich glaube, hätte Nintendo selber das gemacht, also einer der Untergruppen, hier, nicht Untergruppen, wie heißen das hier, einer der Hauptfirmen hier von Nintendo das Spiel gemacht und so einen Stil gewählt, ich glaube, die hätten da echt viel aus dem Spiel rauskitzeln können, was du da halt noch machst, und dass die Missionen halt wirklich vielfältig wirken. Sowas als Beispiel. Könnte da jetzt ja auch ein Referat drüber halten, was die da alles hätten machen können. Da hätten die zum Beispiel auch so eine Art Pokémon Snap noch reinpacken können oder so. Wenn das wirklich auf so kleine Inhalte halt basiert, ne? Also warum nicht? Nee, das meinte ich auch nicht, ne? Das ist auch schade. Aber ich sag mal, die brauchen auch keine Rechtfertigung. Das ist halt das Problem, ne? Das ist wieder so ein, das ist dieses Schneeballprinzip, würde ich fast sagen, ne? Die machen halt weiter Kacke, die Fans machen weiter Kacke, und wenn beide weiter Kacke machen, ne, wird das doch so bleiben. Und es ist halt echt schade, weil ich bin halt wirklich nicht der große RPG-Fan, und ich muss sagen, also RPG in, ich sag mal, so eine extreme Richtung, da fand ich Pokémon halt immer so einen schönen Ausgleich, weil das so ein Zwischending ist. Und ich muss sagen, ich habe aber auch persönlich kein Interesse halt, mich einfach in einem anderen Franchise nicht reinzufuchsen oder so. Also ich sag mal, Pokémon hat ja natürlich so einen anderen Wert. Für jeden ist ja irgendwie Pokémon Begriff, ne? Deswegen, ich hatte halt eher Interesse, in Pokémon zu spielen als in UK Watch, selbst wenn UK Watch genau dasselbe wäre. Oder wenn ich immer sowas höre wie, ah, da ist jetzt ein Spiel, das ist genau wie Pokémon, aber besser oder so wie Pokémon sein sollte. Ja, ich habe da aber kein Interesse dran. Ich würde, wenn, dann schon ein richtiges Pokémon spielen wollen. Ne? Ich spiele ja auch keine Zelda-Klone oder Donkey Kong Country-Klone oder was weiß ich für Klone. Oder Metroidvania spiele ich ja im Prinzip auch so sehr selten. Oder eigentlich gar nicht halt. Bin jetzt auch nicht so der große Metroidvania-Fan, um ehrlich zu sein, außer jetzt Metroid, also Metroid macht mir schon Spaß. Ach, ich weiß nicht. Bin die ganze Thematik kacke. Ach.
Naja. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt schon anfangen mit ein bisschen umbauen hier. Ich habe jetzt keine Lust hier die ganze Insel hier abzusuchen und was weiß ich für Sachen. Deswegen wird hier mal ein bisschen umstellen. Das ist eben auch was. Klar gibt es viele, viele gute Pokémon-ähnliche Spiele, aber irgendwo ist bei Pokémon halt die Nostalgie drin, einfach wieder mit dem Handmonstern was zu machen, wird sich heimisch waren und sowas total Neues. Ja. Ich sag mal, es hat ja auch generell einen Grund, warum man bestimmte Franchises jetzt nicht nur im Bereich Spiel, sondern generell halt auch teils wirklich ignoriert, einfach weil man hat ja auch selber nicht so große Lust, jetzt wirklich sich die ganze Zeit in irgendwas Neues reinzufuchsen oder was auch immer, ne? Also ich habe zumindest keine Lust auf sowas. Und das hast du halt bei vielen Sachen, ne? Wieso sagt er immer seinen Namen? Naja, das ist ein bisschen doof. Keine Ahnung. ja, okay, wir könnten hier schon mal ein bisschen weiterbauen. Wir können auch gleich schon mal gucken wegen der Brücke. Dass wir das gleich schon organisieren. So. Ich habe auch gar keinen Bock, den Schneemann zu bauen, ne? Weil ich kriege ja eh nichts mehr Neues. Ich vergesse, es gibt im Terminal auch neue Zäune. Generell meinst du, oder was? Weil das weiß ich. Nur ich habe da bis jetzt noch keine gefunden, die mir gefallen haben. Also ich glaube nur die Parkzäune, die sind interessant bis jetzt, aber der Rest ist halt, ich weiß, ich habe bis jetzt noch keine gefunden, wo ich jetzt sagen würde, yo. Weil ich habe jetzt warte mal, wie heißen die hier? Da. Die Betonmauer, die habe ich schon ausprobiert, die finde ich jetzt aber nicht so schön. Wie gesagt, den Parkzaun, den finde ich ganz okay. Aber aktuell weiß ich nicht. Also der Eisenzaun ist halt immer noch so der Klassiker und dadurch, dass man die Brücken nicht umfärben kann, werden die auch bei mir blau sein, weil das halt direkt zu der Brücke halt eine Ergänzung ist. Den Parkzaun habe ich noch gar nicht. Ah, ja, ich habe schon alle, also da gibt es leider nicht mehr. Finde ich auch ein bisschen schade. Naja. Also wenn man schon so alles hat, meine ich. Naja, mit dem Pokémon zocken, da gucke ich mal. Also wie gesagt, ich würde glaube ich dann Rot oder Blau spielen. Ich musste gucken, bei irgendwelchen Spielen war die interne Batterie kaputt. Mal schauen. Wollte gucken, ob ich den rostigen Blechzahn was mache. Ja, ich wüsste halt nicht, wo ich die Sachen reinpacken soll. Also vielleicht außerhalb halt für die Bewohner hier die Zäune, aber auf andere denke ich mir ja, warum? Weil ich weiß nicht, ob das gut aussieht im Zusammenhang. Deswegen müsste man da mal gucken. Ich glaube, ich baue den oberen Zaun als erstes, weil dann haben wir das schon mal. Also, Brücke meine ich.
So. Und das ist ja auch irgendwie nichts los, ne? So generell. Ah, warte mal. Bevor wir das machen. Hallo. Hallo. Infrastruktur. Brückenaufgänge. Brücke bauen. Ich weiß, verstehe das immer noch nicht mit der Werbung. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie teuer der ist. So. Shopping. Ah! 250.000. Schön. Ich glaube, den Turm alleine könnte man auch bestimmt schön stellen. 250.000. Warte mal, habe ich schon? Ja, doch, die habe ich schon. Ja, ich sehe schon. So, das müsste für den Rest auch reichen. So. Schauen wir uns an. Die Burgfinde kosten auch knapp 60.000. Ich muss sagen, die sind aber schon geil, ne? Da hat man doch mal eine schöne Ermutigung, die Sachen dann zu kaufen. Oh, naja. Bin ja am Überlegen, ob ich wieder meinen Schreibtisch drehe, wisst ihr? Irgendwie bin ich nicht so zufrieden, dass das hier an der Wand ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ah, ich glaube, dass ich mehr Platz hier im Raum hatte, ne? Was war damit? Ne, den Schneemann baue ich heute nicht, wie gesagt. So. Ja, die obere Brücke bauen wir als erstes. So, dafür brauchen wir erstmal. Müssen wir das hier erstmal wegmachen? Das Marktwende von Prinzessin Mitte 9000 recht günstig und hübscher. Marktwende? Keine Ahnung. So, und zeig doch mal her. Ja. Mal sehen. Ja. Das sind die mit den Laternen an der Wand, die habe ich überwiegend bei meiner Burg gefunden. Okay, keine Ahnung. Das ist generell überhaupt nicht, wie die ganzen Dinge aussehen. Ich glaube, das zählt als Fluss, ne? Ja, müsste ja oben ist ein Wasserfall gewesen. Okay. Ah. Ja, ich habe mir die Burgsachen noch so gut wie gar nicht angeguckt, deswegen ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich werde die mir auf jeden Fall noch ansehen, aber mal sehen. Jetzt mal gucken, wie hier jetzt alles wird. Also ich glaube, die Burg werde ich, da werde ich auch mal gucken, ob ich da irgendwie was Schönes mitmachen kann. Aber auch mal gucken. Weiß hier ja auch noch gar nicht, wie ich das alles realisieren soll. So.
das. Ja, hallo. Na klar. Hier. Ja. Ich glaube, ich verwende meine Burg und baue dann einen kleinen Rummel rein. Du und dein Rummel. Etwas wie Disneyland dann halt. Er gibt ja eigentlich schöne Sachen, ne? Mit diesen ganzen Fahrdingern und so. Ich glaube, da kann man was Schönes mitmachen. Da bin ich mal gespannt, was du daraus zaubern wirst. So. Ich bin auch total gespannt, wie hier die Stadt noch wird. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich versuche das jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen Zeug da reinzumachen und vielleicht wird das ja was. Ich glaube schon, zu Beginn von Animal Crossing etwas in Richtung Rummel machen. Nun habe ich halt die Möglichkeit. Ja, dann mal los! Dann mal los! Ich würde schon sogar die Zäune hier hinpacken und so, aber das bringt nichts, solange ich noch nicht die Sachen habe. So, und wegen dem Blumen müssen wir halt auch unbedingt gucken, wie wir das machen. Besonders jetzt haben wir ja auch endlich die einen Blumen, die wir brauchen. Wir können das ja eigentlich erstmal stehen lassen und hier können wir erstmal einen Weg hochbauen. Da. Ein Haus muss ich heute auch noch umpositionieren, da muss ich auch mal gleich schauen. So. Ja, mal gucken. Ich denke mal, das wird schon irgendwie alles werden, ne? Ja, ich glaube, hier links werde ich halt auf jeden Fall noch einen Weg anbauen und bei dem Rest muss ich halt mal schauen. Also eine Straße meine ich. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier oben noch eine Straße nach rechts mache und dahinter halt noch die restlichen Häuser oder ob ich die einfach mit so einem Weg verbinde. Ich glaube, das mit dem Weg finde ich sogar auch nicht schlecht. Also könnte man das alles ein bisschen kleiner halten. Eine Straße finde ich auch nicht doof, weil dann könnte man nochmal das... nochmal eine Brücke da oben. Ja, die könnte man so oder so dahin machen. Was kriegen wir? Ach, Hahnmusterpulli, okay. Nein, nicht meine schöne Schippe. Jetzt ist sie wieder weg. So, hier muss auch noch ein Weg hin. Da müssen wir drei breit machen, weil dann können wir hier auch noch mal so einen Zaun hinbauen. So ein Hin und Her hier. Ja. Ja, danke, Neues. Dann würde ich dir auch noch Schönes schaffen. Und dann sieht man sich, ne? Ciao. Schönen Abend noch. Wir sind überhaupt noch da.
Sind noch Leute hier? Oder ist alles ruhig heute? Auch noch die restlichen. Was soll ich sagen? So kurz vorm Einschlafen. Entspannung. So, ich muss noch ein paar Eisenzäune holen. Da war gar nicht ganz unten. Warte mal, erstmal, weil ich brauche auf jeden Fall noch hier Dings. So. Und wir müssen gleich auf jeden Fall noch zu Schlepp und Nepp im Laden. Und wir könnten eigentlich gleich schon eines dieser Baukits holen. Ich weiß auch noch nicht welches. Ich glaube, ich würde links Lilianes Haus setzen. Das könnten wir. Ich glaube, das ist sogar das nächste. Das würde ich, glaube ich, als nächstes machen, dass wir das schon mal weg haben. Und dann können wir das gleich schon mal hinsetzen und dann mal schauen, wie das aussieht. Das ist einer zu viel. So, das können wir mit Unkraut vollsetzen. So. Wäre schon direkt der Schnee da drauf liegt, ne? Das wäre cool mit dem nächsten Teil. Der Schnee ein bisschen angepasst wird, dass das halt wirklich dann auch immer dann erst Schnee liegt, wenn, ne? Wenn es, also nach einer Zeit, dass das erst so ein bisschen draufschneiden muss. Was jetzt quatschen. Ja, bei mir ist alles gut und selbst. So. Ja, da bin ich auch generell gespannt, wie die Straße später aussehen wird. So, wie viel haben wir? So, dann würde ich sagen, ja, das Lied müssen wir gleich auf jeden Fall hören. Ach, guck mal, da ist der Robert. Einen alten Kahnschiff in Richtung Holz hat einverstanden, aber der Captain bin ich. Ja, das ist gut. Das klingt doch ganz ordentlich. Ah, guck mal. Sie ist im Haus. Bea wohnt daneben, ne? Ne, ich mag eigentlich dieses kleine Viertel hier. Obwohl, ich wäre sogar am überlegen, ob eine Liliane irgendwie... Ah, nee. Wir machen das. Das ist schon so gut. Oh, hi. Was tust du da so? Du liebe Güte, sich eine Zeit an, ist wirklich bereits... So spät ist es doch gar nicht. Obwohl, wenn es doch so irgendwas mit 16 Uhr ist, denke ich mir so, oh, so spät ist es ja doch gar nicht. Aber wenn 17 Uhr ist, dann denke ich mir so, oh, und ab 18 Uhr so, oh. So ganz komisch. Ich fände eigentlich interessant, wenn, wenn man Bea woanders hinpackt. Obwohl, dann müsste auch die Dings weg. Naja, wir machen das so. Wir bringen jetzt Lilianes Haus, holen wir jetzt. Das stellen wir dann schon mal zur Seite. Und dann gucken wir weiter. So, Tom Luke. Infrastruktur. Positionen ändern. Wohnhaus. Liliane. Ja. Obwohl, ich würde, glaube ich, sogar dann später Floras Haus oben links hinsetzen. Nicht, weil ich hatte sogar oben rechts das überlegt, aber ich glaube, ich würde sie oben links hinsetzen. Und dann hat man das nochmal an der Straße dran, aber nicht so extrem, weil dann könnte man wirklich dazwischen, müsste man nicht eine Straße machen. Und dann könnte man bei dem Rest halt schauen. Ich glaube, die Idee finde ich ganz gut. Okay.
Ich glaube, sonst musste ich ja auch. Guck mal, wir haben noch eine Anleitung. Lorenz. Baumruine? Was? Was ist das denn? Das kann man umgestalten. Das kann man umgestalten.